Hallo Filmfreunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Filme for Life. Ja, wir haben schon wieder Ende des Monats, das ist der absolute Wahnsinn. Der Oktober im Jahr 2022 ist auch schon wieder rum und es hat sich wieder ein bisschen was angesammelt. Das möchte ich euch jetzt gerne in diesem Video mal zeigen. Und ja, gleich noch ein kleiner Hinweis, am 31. Oktober an Halloween kommt ein XXL-Podcast hier auf meinem Kanal. Freut euch drauf, ich bin gespannt auf eure Meinungen und es geht natürlich um das Thema Halloween. Ja, aber jetzt fangen wir mal an, wie immer mit einer kleinen Lektüre zu Beginn. Und zwar ist diesen Monat bei mir der MovieCon-Sonderband von The Texas Chainsaw Massacre angekommen. Den habe ich natürlich hier auf meinem Kanal auch schon vorgestellt. Das heißt, wer sich dafür interessiert, darf natürlich sehr gerne mal im Video vorbeischauen. Verlinke ich euch am Ende nochmal und ja, das ist der 10. Teil der MovieCon Sonderreihe. Dann habe ich mir in diesem Monat nicht gekauft, sondern bekommen oder beziehungsweise eigentlich schon Ende des letzten Monats zum Geburtstag vom lieben Dominik und zwar den Film The Reef, Schwimm um dein Leben, den ich jetzt mittlerweile auch gesehen habe und ich muss echt sagen, es ist ein wirklich solider Haifilm. Ich muss zwar ganz ehrlich sagen, er streckt sich so ein bisschen hin, wo ich jetzt nicht ganz so hundertprozentig überzeugt war. Er war teilweise für mich persönlich ein bisschen zu langatmig, aber obwohl er ja nicht wirklich lange dauert, der hat eine Laufzeit von 88 Minuten. Aber trotzdem, an sich fand ich die Story relativ cool gemacht. Es wurden ja auch echte Hai-Aufnahmen gezeigt. Und von dem her, für das Budget und so, was der Film hatte, war er auf alle Fälle cool gemacht und auch spannend. Aber ich fand trotzdem, es waren ein paar Sequenzen dabei, da wo ich mir dann dachte, ja, es ist doch irgendwie immer wieder das Gleiche. Aber es war ein cooler Film und vielen Dank Dominik hierfür, für das kleine Geburtstagsgeschenk. Und dann habe ich mir beim Dominik noch einen Film gekauft, den er sich auf der Börse mitgenommen hat. Und zwar Maneater, der Menschenfresser. Hier ein Film von Joey D'Amato mit George Eastman. Den hat er sich auf der Börse gekauft, hat ihn sich angeschaut und er war überhaupt nicht begeistert. Er sagte, der Film ist stinkend langweilig, er wird die Blu-ray abgeben. Dann habe ich gesagt, du, her damit. Ich bin eh schon auf der Suche nach dem Film und habe den Film aber bisher leider noch nicht sichten können. Aber ich freue mich jetzt trotzdem, den in der Sammlung zu haben. Maneater. Ja, dann habe ich mir aus Anlass für Halloween natürlich Halloween Kills noch mitgenommen im Extended Cut mit alternativem Ende. Ich habe den Film damals im Kino gesehen und habe aber den Film noch nicht im Extended Cut gesehen. Und deswegen habe ich mir jetzt endlich bei Amazon für, ich glaube, 6,90 € oder so diese Blu-ray mitgenommen. Ich habe jetzt auch erfahren, es kommt ein Mediabook raus zu dem Film. Freut mich natürlich auch. Dann kann ich hier meine Halloween-Sammlung noch ein bisschen vervollständigen. Aber jetzt einfach mal, um den Film nochmal sichten zu können, reicht mir jetzt hier die Blu-ray. Und vor allem, ich war ja immer noch nicht im Kino, um mir Halloween Ends anzuschauen und ich habe schon gehört, dass dieses alternative Ende doch ja, nicht schlecht sein soll. Dann habe ich mir noch einen Film mitgenommen für meine 3D-Sammlung. Den Film habe ich auch schon jahrelang auf dem Schirm, habe mir noch nie gekauft und zwar Jurassic Park in 3D. Das Original von Steven Spielberg. Ich habe natürlich den Film in der Sammlung und ich habe natürlich den Film auch schon gesehen, aber halt noch nicht in 3D. Und ich weiß nicht, wie gut hier das 3D ist, aber ich habe mir trotzdem einfach mal gedacht, ich probiere das Ganze jetzt mal aus. Ich kann ja nichts verlieren und kaufe mir diesen Film und schaue mir den dann hier in 3D mal nochmal an.
Ja, dann habe ich ja euch bereits in diesem Monat schon ein Video hochgeladen, ein paar Mediabooks, die ich mir gekauft habe, und zwar einmal The Thing von John Carpenter. Ich werde jetzt nicht mehr stark auf die Filme eingehen, ich möchte es aber trotzdem der Vollständigkeit halber hier nochmal zeigen, eben hier in diesem wunderschönen Turbine-Mediabook. Dann habe ich mir einen Film von George R. Romero mitgenommen, und zwar Day of the Dead. Ich wurde auch bei meinem letzten Video darauf hingewiesen, man sollte diesen Film nicht als zweiten Teil von Dawn of the Dead sehen, denn es ist einfach ein eigener Film, und zwar Day of the Dead. Und der deutsche Titel ist hier einfach ein bisschen verwirrend. Vielen Dank hier an den lieben Martin, der hier auch das Booklet geschrieben hat, der mich hier darauf hingewiesen hat. Habe leider noch den Film noch nicht gesehen. Dann habe ich mir hier die Rückkehr der Zombies mitgenommen. Auch den Film habe ich bisher noch nicht gesehen. Hier im Mediabook von Sinestrange. Dann einen Slasher, den ich eigentlich im Oktober schauen wollte, aber leider nicht dazugekommen bin, und zwar Ab in die Ewigkeit, hier von Anolis erschienen. Außerdem habe ich mir noch ein wirklich rares Stück mitgenommen, und zwar Geschichten aus der Gruft. Der alte Film, der mittlerweile wirklich extrem schwer zu bekommen ist. Und ja, ich wollte mir den Film auch mal anschauen, bin auch noch nicht dazu gekommen. Ja, aber trotzdem, ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, da komme ich jetzt demnächst mal dazu. Dann habe ich mir noch ein meiner Meinung nach wirklich sensationell schönes Mediabook mitgenommen, und zwar Nackt und Zerfleischt. Dieses blaue Artwork gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Ich habe das auch von Großangriff der Zombies. Jetzt fehlt mir nur noch das von Voodoo, die Schreckensinsel, und dann habe ich diese drei alten, ich glaube Marketing-Cover sind das, habe ich dann alle in der Sammlung. Das heißt, ich werde mir Voodoo auch noch irgendwann zulegen. Mal schauen, wann das dann der Fall sein wird. Ja, dann habe ich ja schon längere Zeit mal Ausschau gehalten nach Final Destination 3, den ich mir jetzt hier im DVD-Steelbook gekauft habe. Ihr wisst ja alle, es kam jetzt vor kurzem von Nameless die neuen Mediabooks raus zu Teil 1 bis Teil 5. Und ich habe ja damals nicht zugeschlagen. Ich hatte ja die Blu-rays daheim, also hatte die Filme auf Blu-ray, Teil 1 bis 3 und Teil 4 und Teil 5 in 3D. Allerdings, und das wusste ich, aber hat es irgendwie aus den Augen verloren, ist ja auf der Blu-ray von Final Destination 3 nicht diese besondere Fassung drauf. Und zwar diese hier. Zwei Möglichkeiten, und der Film heißt Bestimme ihr Schicksal Version. Das heißt, man kann hier dann sozusagen auswählen, wie die Leute sterben sollen oder wann und so weiter. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich wollte diese Version unbedingt mal sehen, und diese Version ist ja leider auch bei den Mediabooks nicht mit drinnen. Aber deswegen, ich wollte mir jetzt das einfach mal anschauen. Wir haben hier eben die originale Steelbook-Version mit der normalen Fassung und eben den Extras, und dann ist hier sogar noch ein Tattoo mit dabei. Ja, ich habe da jetzt nicht viel Euro, viel Geld bezahlt. Ich weiß nicht, irgendwie so 5, 6 Euro. Ich wollte eigentlich nur die normale DVD, aber ich fand jetzt irgendwie dieses Steelbook ganz cool, und deswegen habe ich jetzt hier auf das Steelbook zurückgegriffen. Aber dann kann ich mir jetzt auch endlich mal diese Version anschauen, wo man eben selbst hier mitbestimmen kann. Ja, und dann habe ich mir noch zwei Hardboxen gekauft für meine Hardboxensammlung. Und zwar einmal diese schöne Hardbox hier, das Schloss der blauen Vögel. Ja, und ihr wisst ja, ich habe mir auf der 10 Jahre Jubiläumsbörse das Mediabook von diesem Film hier gekauft, von Slaughter Hotel. Und ja, das Cover hat mir überhaupt nicht gefallen. Und jetzt war halt dieses Ding, dass offiziell in der Mediabook-Variante der Film geschnitten ist, also auf Blu-ray. Es sind zwar alle alternativen Szenen,
auch im Bonusmaterial vorhanden, aber es gibt eben auch von X-Rated hier diese DVD mit der sogenannten Erotik-Gore-Fassung. Und da sind dann nochmal ein paar Szenen mit integriert. Der Film wird jetzt dadurch nicht besser, aber trotzdem, es ist hier sozusagen diese ja, komplette, ungeschnittene Version drauf. Und deswegen wollte ich mir jetzt diese Hardbox noch zulegen. Jetzt zeigen wir mal, schauen wir mal, drehen wir mal um. Ja, ich zeige es jetzt mal relativ kurz. Ist natürlich hier, ich habe die Bonusmaterial-Szenen ja noch auch auf der Blu-ray schon gesehen. Ich fand den Film in Ordnung. Er ist ja natürlich jetzt ein bisschen, ja, ein sehr sleaziger Vertreter im Bereich der Jolly. Aber hier trotzdem, ich fand das Cover von der Hardbox wirklich sehr, sehr schön. Und ja, es hat dann der Preis gepasst und dann musste ich hier nochmal zuschlagen, vor allem weil ja mir auch das andere Cover nicht zugesagt hat. Und was auch komisch ist, wir haben bei dem Mediabook nur die Blu-ray mit drinnen und als DVD einen Bonusfilm. Ich persönlich fände es natürlich da dann cool, wenn man dann diese Version halt einfach als extra mit reinlegt, weil somit gibt es eine neue VÖ von dem Film. Und man bekommt nicht alle Versionen. Und das ist ja eigentlich das, warum ich mir das Mediabook kaufe, damit ich alle Versionen habe. Naja, jetzt habe ich mir halt diese Hardbox noch gekauft. Und ja, ich finde die wirklich wahnsinnig schön. Und dann auch noch ein kleines Highlight für dieses Monat. Und zwar habe ich mir hier die Todesbucht in dieser wunderschönen Hardbox gekauft, die dem Original. Ja, Giallo Artwork oder Giallo Look ist von den Heften von dem Mandori Verlag, irgendwie so heißt der, so wie damals halt die Taschenbücher ausgesehen haben mit diesem gelben Einband und ich finde halt hier diese Hardbox wirklich sehr, sehr schön. Ich mag den Film, viele mögen den ja nicht, weil der einfach zu sleazig, zu erotisch ist, aber ich finde ihn als ja sehr sleazigen Jalli oder Jallo finde ich ihn eigentlich echt ziemlich gelungen. Auch hier, ja, hier kann man auf alle Fälle umdrehen. Es ist hier natürlich die Blu-ray von X-Rated mit drinnen. Und diese Hardbox ist von AVV rausgekommen. Hier in der Jallo Digital Nummer 1. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und ja, ich freue mich jetzt einfach, diese Hardbox auch in der Sammlung zu haben. Ich würde mir aber gern trotzdem die X-Rated Hardbox hier auch noch kaufen oder auch das Mediabook. Ich weiß noch nicht, weil mir das Cover auch sehr gut gefällt. Ich habe ja den Film zwar schon in der Sammlung, da gab es damals so ein Double Feature mit Murder Rock und da war der als Bonusfilm mit dabei. Aber trotzdem, jetzt habe ich den Film auch nochmal separat. Ja, und das war es jetzt hier mit diesem Monatsupdate für den Oktober. Ihr seht schon, es ist ja doch wieder einiges reingekommen. Es war diesmal wirklich relativ ruhig im Gegensatz zu den letzten Monaten, was natürlich auch gut für meinen Geldbeutel ist. Wie es demnächst weitergeht, weiß ich noch nicht. Es ist ein Gewinn reingekommen und zwar, ich habe bei einem Gewinnspiel auf dem Kanal vom lieben Christian, vom Kanal Christians Filmpalast, habe ich ein Filmpaket gewonnen. Das habe ich aber jetzt aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr geschafft auszupacken. Deswegen kommt das im nächsten Monat, also wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen ja dann schon. Und das wird halt dann natürlich auch im nächsten Monatsupdate nochmal gezeigt. Aber ich habe natürlich auch ein separates Video gemacht, um das Ganze euch nicht vorzuenthalten. Ja, und das war's jetzt mit diesem Monat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, was ihr zu diesen schönen Editionen haltet oder von den Editionen. Ah, ich rede schon wieder lauter Irrsinn und dann glaube ich, das Beste, wenn wir jetzt das Video aufhören oder auch beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal Filme for Life. Also, Servus!